schwarze Orchideen oder Mapiqué. Birkenberg der Bitch ist begrenzte Rarität. Ein Monat ist es her, dass die letzte Folge von eurem Lieblingsformat kam. Halt deine F***e, Arvin! Oh. Was geht? Was rappt ihr geilen Säulen? Seid ehrlich, wie oft habt ihr, als ich weg war, euch einen runter... Wie geht's? Ich bin tatsächlich wieder zurück, nachdem ich hart am Arbeiten war. Mit mir waren ein paar irrelevante Influencer unterwegs. Keine Ahnung, wer das alles war. Bitte, John, kündige mich nicht. Und ja, war halt auf jeden Fall ein sehr nice Event gewesen. Ich küsse eure Herzen, danke an alles und jeden. Und an den, der mir Eistee in den Kopf geworfen hat. Walla, das war nicht witzig. Was geht ab, meine lieben Freunde? TikTok-App 46 aka, wie wird man Fame auf TikTok? Heute, meine lieben Freunde, geht es um einen weiteren talentlosen Kanal mit über 2,3 Millionen Abonnenten. Willkommen auf TikTok. Bruh. Falls ihr noch nicht wisst, wer oder was, ey, Freundin ist, dann geht's euch gut und ihr habt alles richtig im Leben gemacht. Ihr habt schon gute Laune. Ey, Freundin, du hast so einen geilen Reinigungsschaum. Ja, mehr gibt's auch eigentlich gar nicht, deshalb würde ich sagen, wir können endlich anfangen mit dem Video. Los geht's. Here we go. Küçük patates. Geil. Potatoes, small potatoes, small potatoes, small potatoes, small potatoes, small potatoes, small potatoes. Was war das für ein Anfall? Ihr geht's gar nicht gut. Small potatoes, small potatoes, small potatoes. Junge, sein Kopf hat sich einmal um seinen ganzen Körper gedreht. Er ist eigentlich schon tot. Oh, was war da? Und das ist halt TikTok. Das ist TikTok. Wenn ihr in der Schule wirklich nichts gerissen habt, ihr habt wirklich nichts in der Schule geschafft, keine Ausbildung habt ihr bekommen, werdet TikToker. Gucken wir uns ein Video an, wo einer, sein Kopf war eh schon weg. Sie, ja, da hört schon wieder auf. Damit würde ich sagen, das erste Video war, ja, ja. Aber es war wirklich nicht so cringe, wie ich wirklich jetzt dachte. Deshalb, meine lieben Freunde, kommen wir direkt, ja, zum zweiten Video. Sternjörr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 
der Moment, auf den jeder gewartet hat. Guckt sie euch an. Ich würde Schwein für sie essen. Du bist schöner als mein Leben. Wahnsinn. Freunde, wir sind uns alle einig. Das war ein wundervoller Üftest. Üftest bestanden. Nachdem uns ihr Freundin mental auseinandergenommen hat, aber ein Üftest uns, oh mein Gott, mies gerettet hat, meine lieben Freunde, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Video. Ey, Freundin, kannst du mir mal erklären, warum ich nicht mehr als Schatz eingespeichert bin, sondern als Nummer 45? Worauf soll ich kommen? Ich bin nicht 45 Jahre alt, ich habe nicht am 4.5. Geburtstag. Du hast 45 Zentimeter! Ich bin nicht 1945 geboren. Ja doch, schon. Es kommt schon nah dran. 45 ist die Nummer vom Lauch beim Rewe. Schenkelklopfer! Ich bin kein Lauch, Leute. Ihr merkt selber, oder? Hey Freunde, wir haben ein Problem. Und einen Schaden. Simba hat was entdeckt, was er nicht hätte entdecken sollen. Das wäre... Was denn? Reicht dir das als Antwort? Oh nein. Ja, jetzt ergibt sehr vieles Sinn. Das bleibt da, wo es ist, Simba. Pfoten weg. Wallaköpäck ist aber schön, ja. So ein Fischgeruch kommt nicht noch ab. Guck mich an, heute sitzt hier. Reagiere auf sowas. Genau auf sowas. Und mir geht's gar nicht gut. Walla, das ist mir zu viel. Ich brauche erstmal. Ich brauche kurz Zeit für mich selber. Ich muss mich selber wieder finden. Da. Mir geht's immer noch nicht gut. Nach der kurzen Werbeunterbrechung, die wir gerade hatten, kommen wir zu einem sehr traurigen Moment. Unser letztes TikTok ever. Wir haben gewonnen! Hör deine Stimme hier nur bei Nacht. Es liegt auf mich, was mich heim macht. AK Hardcore nur für dich, Schatz. Wonderland bedeutet Weltmacht. Natürlich waren sehr, sehr viele Leute traurig darüber, dass diese beiden talentvolle Menschen mit TikTok aufhören. Deshalb guckt euch mal die Kommentare an. Sehr schade. Leider hört ihr nicht auf. Warte mal kurz. Habe mich schon gefreut. Ich dachte, die sind traurig. Walla, endlich. Ach, Tom Raceman müsste man auch nennen. Freunde, damit das Video endlich endet, habe ich mir überlegt, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Deshalb, meine lieben Freunde, kommen wir zum letzten Video und es wird sehr interessant. Ich hab doch gesagt, es wird interessant. Deutsche Qualität, Moruk! Ich hab so einen großen Jara. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Das war's! Freunde und Chayas, das war nur ein kurzer Einblick auf den kompletten Cringe-Content. Ich habe euch gesagt, ich habe 2 Monate auf diesen Moment gewartet. Junge, das war noch nichts. Deshalb würde ich sagen, meine lieben Freunde, wenn ihr Bock habt, dann sagt es mir einfach. Und ja, bevor mich so ein, ja, Respekt, mein Bruder, erschlägt, würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt schnell und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kommentiert mit eurer Lieblingszahl. Nein, 31 ist keine Zahl. Abonniert für mehr Abos, damit Chayas mich in Shisha-Bars nicht mehr anspucken. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Junge, was juckt dich das? Guckt einfach nächste Woche das Video. OC361, Video zu Ende. Abonnier jetzt sonst. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur von wem.